Während draußen die Proteste weitergehen, wird die Diskussion drinnen immer hitziger. Es geht um die geplante Justizreform in Polen. Als die Opposition Jarosław Kaczynski vorwirft, mit dem geplanten Gesetz die Gewaltenteilung zu untergraben und damit gegen den Willen seines toten Bruders Lech zu handeln, rastet dieser aus. Nehmt den Namen meines verstorbenen Bruders nicht in eure verräterischen Mäuler. Ihr habt ihn zerstört und ermordet. 2010 waren Polens damaliger Präsident Lech Kaczynski, seine Ehefrau und 94 weitere Insassen bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Sein Bruder Jarosław ist wie viele Polen der Ansicht, dass auf die Präsidentenmaschine ein Anschlag verübt wurde. Polnische und russische Ermittler kamen dagegen zum Ergebnis, dass Pilotenfehler, dichter Nebel und eine schlechte Luftüberwachung zu dem Unglück geführt hatten. In Polen gehen die Proteste gegen die geplante Justizreform weiter. Eigentlich war das Gesetz im Parlament schon verabschiedet worden. Es fehlt aber noch die Unterschrift von Polens Präsident Duda. Der allerdings verlangt eine Überarbeitung. Und auch die EU erhöht den Druck auf Polen. Diese Gesetze würden jegliche Unabhängigkeit der Gerichte abschaffen und die Justiz unter die volle Kontrolle der Regierung bringen. Brüssel droht Polen deshalb mit einem neuen Verfahren und der Anwendung von Artikel 7 des Vertrags von Lissabon. Der sieht vor, das Stimmrecht eines Mitglieds auszusetzen.